Genau, wie schon angekündigt, auch ein kurzer Disclaimer, es wird vielleicht die ein oder andere Überschneidung zu dem DHD-Vortrag geben, aber es ist ja auch schon ein bisschen her, deswegen erfrische ich das dann alles nochmal. Und genau, auch schon wie angekündigt, ist es bei mir, ich gehe einfach schon mal direkt genau auf die Folie, es ist ein bisschen interdisziplinärer, ja, Mischmasch, würde ich sagen, und ich bin auch vor allem dann gespannt, dann mal wirklich mehr noch aus der Digital History Feedback zu bekommen und ein bisschen was zu hören, was sie dann auch irgendwie für Input haben, vielleicht auch für mich für zukünftige Projekte und für die Weiterentwicklung der Dissertation. Genau, ich bin gerade so im letzten Drittel ungefähr meiner Doktorarbeit. Es geht um das Thema, wie heute auch angekündigt, auch in der Dissertation von mir, also die Anwendung von verschiedenen Methoden aus dem Natural Language Processing in der Genozidforschung. Deswegen haben wir da ganz klar so eine Digital History-Komponente mit vor allem der neuesten und Zeitgeschichte. Gleichzeitig dann über die Gewaltforschung und über die Psychologie dann ein bisschen Einflüsse, dann noch natürlich der technische Aspekt mit dem Natural Language Processing und dem Legal AI. Und genau, angesiedelt ist das Ganze jetzt einfach formal auch am Lehrstuhl für Computational Social Science an der TU in München. Genau. Ich habe das heute so gestaltet, dass ich so ein bisschen, also einerseits Projekte aus meiner DIS vorstellen möchte, aber auch generell gerne einen Überblick geben möchte, was ist möglich mit den Methoden, was sind Chancen, was sind Herausforderungen und dann auch ja deswegen gezielt nicht nur meine Forschung vorstellen, sondern auch einfach ein bisschen andere Arbeiten aus dem Bereich, damit Sie auch einfach vielleicht ein bisschen Überblick bekommen können und ja einfach man sieht, was wird aktuell gemacht, was sind so Trends, wo geht's hin und ja, wovon sollte man vielleicht auch lieber die Finger lassen, wenn man genau diese Methoden anwendet. Ich habe einige Beispiele dabei, auch gerne jederzeit irgendwie Zwischenfragen stellen, falls irgendwie ein Konzept nicht klar ist. Da freue ich mich und dann sage ich es lieber gleich, bevor es dann irgendwie auf den Folgefolien noch verwirrender wird. Genau, also wirklich jederzeit gerne reinlegen. Ich habe mal ganz viele verschiedene Abstracts mir zusammen gemischt aus dem Bereich NLP und Genozidforschung und daraus so eine Wordcloud erstellt. Und man sieht ja schon ein bisschen den Fokus oder was wichtig sein könnte, wenn man mit Natural Language Processing arbeitet. Man braucht natürlich immer irgendwie Text, man braucht Corpora. Man hat irgendwie dann auf der anderen Seite aber auch den thematischen Fokus natürlich auf Völkermord, Gewalt. Sieht aber auch schon ein bisschen so verschiedene Methoden, die man eventuell anwenden könnte in dem Bereich. Sowas wie, jetzt schaue ich kurz genau, Topic Modeling wird zum Beispiel genannt. Da weiß ich, dass sich da einige von Ihnen ja auch gut mit auskennen. Und genau, wir gehen da jetzt einfach mal so ein bisschen mit durch, schauen uns einfach verschiedene Sachen und Aspekte an und versuchen uns dann dem einfach auf so einer Ebene zu nähern. Was, glaube ich, auch ganz interessant und eine spannende Frage ist zum Einstieg, wenn man sich weniger bisher mit Natural Language Processing beschäftigt hat, ist denn so eine Wortwolke, ist das schon NLP? Kann man das schon als NLP bezeichnen? Und wenn man sich da ja konservativ dran nähert oder sich erstmal die grundlegende Definition dazu anschaut und man zum Beispiel sagt, okay, Natural Language Processing erstmal ist die Anwendung von Algorithmen auf unstrukturierten Text, also Natural Language. Dann kann man sagen, ja, wir haben einen Algorithmus, einen einfachen Algorithmus angewendet auf diese Abstract-Sammlung, die ich hatte, haben eine Wortwolke erstellt und das ist dann eben Natural Language Processing. Grundsätzlich kann man den Bereich aber auch aufteilen in zwei größere Bereiche. Das ist einmal hier dieses erste Rechteck, einmal regelbasierte Erkennung von Mustern in Text. Da gibt es sowas wie Named Entity Recognition. Wenn man zum Beispiel irgendwie einen großen Text hat und man möchte also quasi so Einheiten rausfinden, die zum Beispiel irgendwie immer eine bestimmte Struktur haben. Das können irgendwie eine Liste von wichtigen Persönlichkeiten sein, wie PolitikerInnen, das können geografische Orte sein, andere Merkmale, Daten. Das heißt, ich kann irgendwie meinem Computer irgendwie eine Liste geben mit verschiedenen Begriffen und sagen, finde mir mal diese Einheiten in diesem Text. Und das wäre dann zum Beispiel so eine regelbasierte Erkennung von Mustern. Was man dann auch machen kann, wenn es wirklich darum geht, dass der Algorithmus selbst aus den Daten, die ich ihm zur Verfügung stelle, lernt, wenn dann Machine Learning-basierte Verfahren, das heißt, es wird automatisiert gelernt aus den Daten, die ich zur Verfügung stelle, um bestimmte Vorhersagen zu treffen oder um Muster zu erkennen. Und das wäre dann sowas zum Beispiel wie Topic Modeling, wo Themen extrahiert werden soll oder zum Beispiel auch eine automatisierte Erkennung von Hate Speech. Genau. Warum brauchen wir das in der Genozidforschung?
warum ist es irgendwie interessant, NLP da zu betreiben? Da habe ich mal einfach so ein paar Zahlen mitgebracht vom Jugoslawien-Tribunal. Hier sehen wir schon, wir hatten eine große Anzahl an ZeugInnen, die vernommen wurden vor Gericht. Wir haben sehr, sehr viele ja, Prozesstage, die stattgefunden haben, die dann am Ende auch um die 2,5 Millionen Seiten an Transkripten produziert haben. Und das ist natürlich eine Menge Text. Und wenn ich das als Wissenschaftlerin mir irgendwie möglichst komplementär anschauen möchte oder möglichst vollständig anschauen möchte, dann bin ich dann eine Weile beschäftigt. Wenn überhaupt möglich, würde ich fast sagen. Genau, also es dauert sehr lang. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, das irgendwie Algorithmus unterstützt zu machen, dann wäre das, also verdeutlicht einfach diese Fülle an Textmaterial oder ist ein guter Ausgangspunkt oder ein guter Grund einfach, dass man sagt, okay, das würde vielleicht Sinn machen, um wirklich auch alles mit zu erfassen. Genau, weil wir eben einfach eine große Menge an Transkriptmaterial haben, die dann eben sonst nicht vollständig erfasst werden können. Und weil es natürlich aber auch sein kann, es gibt ja super viele Algorithmen, vor allem jetzt, es gibt ja ganz viele Twitter-Sachen, wo bestimmte Sachen detektiert werden, sei es irgendwie Hate Speech, sei es also bestimmte Art von Sprache, die da benutzt wird. Es wäre aber gleichzeitig auch spannend, dann für den Völkermordbereich auch irgendwie herauszufinden, gut, wie performen denn diese ganzen Modelle, die ja sonst immer irgendwie auf Twitter-Datensätze angewendet werden, wie performen die denn, wenn man die mal auf so einen Korpus loslässt? Und da gibt es eben relativ wenig dazu und deswegen ist es interessant, das auch mal auszuprobieren und zu etablieren, was denn da für quasi Performance-Metriken als Grundlage gewertet werden können. Und was man natürlich machen kann, ist, wenn man mehr Material hat, kann man sich bestimmte Themen nochmal genauer anschauen, sei es irgendwie eine bestimmte Perspektive einzunehmen von einzelnen Personen, aber auch irgendwelche Gruppenstrukturen, Netzwerke aufbauen oder sowas, was man einfach vielleicht anders nochmal machen kann, als wenn man das dann qualitativ machen möchte. Das ist mir aber auch ganz wichtig. Also ich mache viel Mixed Methods auch, also Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden. Und natürlich, wenn ich einen Algorithmus anwende, jetzt zum Beispiel auf meinen 2,5 Millionen Seiten, dann sehe ich andere Dinge, als wenn ich mir jetzt vielleicht ein Tribunal oder einen Fall konkret wirklich von vorne bis hinten durchlese und irgendwie wirklich qualitativ erarbeite, versuche irgendwie selbstständig irgendwie Muster zu erkennen oder bestimmte Sachen zu kodieren manuell. Genau, und je nach Fragestellung ist es natürlich dann wichtig zu differenzieren und zu überlegen, was möchte ich rausfinden, wie möchte ich das rausfinden, welche Methode ist dafür angemessen. Und genau, ich konzentriere mich jetzt hier einmal auf die komputationale. Genau, möchte aber eigentlich schon betonen, dass es häufig Sinn macht, das beides zu machen und je nach Fragestellung vielleicht dann zu den komputationalen Methoden auch nochmal sich auf jeden Fall einzelne Fälle auch ja, im Detail durchzulesen. Was mich persönlich auch nochmal motiviert hat, mich diesem Thema in der Dissertation zu widmen, war ein Interview, das ich geführt habe mit einem Überlebenden des Srebrenica-Massakers, der beschrieben hatte, warum das eben für ihn sehr, sehr wichtig war, vor dem ICTY auszusagen. Ich lasse es jetzt einfach hier mal kurz offen. Dann können Sie sich das selbstständig durchlesen. Und das hat mich eben, also mich hat das dann ein bisschen ja, fasziniert und auch irgendwie dazu gebracht, das noch weiter erforschen zu wollen. Dieser einerseits natürlich die extreme Belastung, die ZeugInnen dann ja auch nochmal ausgesetzt werden, wenn sie dann irgendwie nochmal aussagen müssen wollen vor dem Tribunal, aber auch dieser Wunsch nach Gerechtigkeit und dieses Streben nach Gerechtigkeit, dass sie dann natürlich auch ganz stark motiviert, dann nochmal ihre Erlebnisse zu erzählen und das Geschilderte auch irgendwie zu wiederholen. Ich habe hier vier größere Bereiche mal zusammengefasst, die es aktuell in der Genozidforschung in Verbindung mit NLP gibt. Das ist zum einen Digital History mit Fokus auf Topic Modeling. Topic Modeling wird recht häufig gemacht, auch mit Gerichtsprozessen, schauen wir uns gleich mal an. Dann auch eigene Forschung von mir, wie man zum Beispiel so belastende Erlebnisse erkennen kann in Gerichtstranskripten von Völkermordprozessen, dann aber auch über Gerichtstranskripte hinaus.
Ja, wie können so diese klassischen Hate Speech Erkennungsmechanismen auch genutzt werden im Bereich der Genozidforschung? Wie ist da der aktuelle Stand? Und dann auch noch auf einer ein bisschen größeren Ebene, können wir auch allgemein was über Auslöser von Massengewalt sagen durch Natural Language Processing? Genau, hier, genau, wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist ein Mix aus Forschungsüberblick von anderen AutorInnen und Forschung von mir. Das sage ich dann immer dazu, damit es auch klar ist. Und einfach auch, ja, jetzt vielleicht eine hoffentlich nicht zu sehr erschlagende Fülle an Studien, einfach um so ein bisschen das Feld abzudecken. Genau. Wir starten einmal mit Topic Modeling. Topic Modeling ist ein Verfahren, das ja grundsätzlich häufig als verstärktes Lesen auch beschrieben wird, Amplified Reading. Ist häufig hilfreich, wenn man einen sehr großen Textkorpus hat und viele Einzeldokumente und vielleicht schon ein bisschen weiß, worum es geht und was irgendwie das grobe Thema ist, aber man ist sich noch nicht so ganz sicher, okay, gibt es vielleicht thematisch basierte Muster oder thematisch basierte Überschneidungen, die ich jetzt vielleicht noch nicht so auf den ersten Blick sehe, die aber vielleicht hinter dem Dokument liegen könnten und die ich dann eben mit einem Topic Modeling Algorithmus finden kann. Das heißt also, man möchte irgendwelche Themen, die in dieser Dokumentensammlung versteckt sein können, identifizieren. Und da gibt es verschiedene Anwendungsformen. Einmal so eine häufigkeitsbasierte Anwendung. Das häufigste Modell, das da verwendet wird, ist das sogenannte LDA, Topic Modeling. Das steht für Latent Dirichlet Allocation. Ist jetzt an sich aber nicht so wichtig. Das heißt, da geht es eher darum zu gucken, okay, wie häufig oder welche Wörter kommen denn besonders häufig gemeinsam vor und dann aus dieser gemeinsam vorkommenden Worthäufigkeit zu sagen, okay, wenn diese Worthäufigkeiten zusammen öfter vorkommen, dann muss es sich hier irgendwie um einen gemeinsamen Themenkomplex handeln. Jetzt aktuell ist die Entwicklung aber so, dass diese häufigkeitsbasierten Anwendungen aber auch immer mehr abgelöst werden von Embedding-basierten Anwendungen. Da gibt es aktuell Bird Topic, das eben nicht mehr. Also es ist quasi schon so ein fertiger Algorithmus, den man anwenden kann, um Topics zu identifizieren. Und da geht es eben nicht mehr darum, welche Wörter kommen gemeinsam häufig vor, sondern da geht es schon ein bisschen mehr um Kontext. Da werden dann die Wörter oder der Text, wie er eben vorkommt im Dokument, wird dann einfach dreidimensional in einem Raum abgebildet, um dann eben zu sehen, welche ja, Wortsatzzusammenhänge stehen sich denn da nahe. Also das ist nochmal ein bisschen anders, als wenn es häufigkeitsbasiert ist. Das sind so die beiden aktuell größten Möglichkeiten oder häufigst genutzten Möglichkeiten, wie man Topic Modeling durchführen kann. Genau, es ist auch eigentlich, gilt auch für den gesamten Vortrag. Es geht auch hier jetzt nicht unbedingt um die Technik dahinter, sondern einfach nur um das grobe Konzept und dann eben die Anwendung. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht von Renana Kader, die macht da super viel über juristische Aufarbeitung, zum Beispiel im Rahmen der Nürnberger Prozesse, aber auch konkret mit dem Eichmann-Prozess. Und die hat dann eben so einen Topic-Modeling-Algorithmus einmal über das gesamte Eichmann-Trial durchlaufen lassen und hat dann eben diese Themen hier gefunden. Also das funktioniert dann so, dass man dem Algorithmus vorgibt, okay, ich kenne mich schon ein bisschen aus mit dem Text, es könnte ungefähr 10 größere Themenkomplexe geben. Und dann werden eben hier in dem Fall wurde das gemacht mit Worthäufigkeiten, dann wurde geschaut, welche Wörter kommen häufig zusammen vor. Und dann bekommt man dann am Ende so eine Ausgabe. Die sieht dann ganz am Anfang nicht ganz so schön aus, die muss man dann noch ein bisschen darstellen, aber das ist dann am Ende eben ein Output, die man hat und dann sieht man zum Beispiel, okay, das war dann auch, ist dann auch wieder Aufgabe der Forscherin in dem Fall, dass man sich dann auch Überbegriffe für diese Themen überlegt. Also das ist auch dann ein bisschen so eine Einschränkung des Algorithmus natürlich, dass es dann einfach also mathematisch basiert die Themen gefunden werden, aber die eigentliche Zuordnung und das eigentliche Überlegen, macht das jetzt überhaupt Sinn und was steckt jetzt eigentlich in diesem Thema, muss ich dann selber als Forscherin nochmal festlegen. Und das hat sie dann eben gemacht. Ja, dann zum Beispiel hier bei Thema 0 waren so Wörter wie Statement, Investigation, sowas, was dann vielleicht auch Sinn macht, als Court Procedure zusammenzufassen. Genau, dann haben wir Poland Jury, so vielleicht geografische Abgrenzungen, die sie dann noch gefunden hat mit ja, Warsaw, Polish und sowas.
Genau, dann haben wir auch, also sowohl bei 0 als bei auch bei 8 haben wir so ein bisschen juristische Topics, die sie gefunden hat. Genau, und bei 4 und 9 dann zum Beispiel einfach so lokale Einheiten. Genau, wie das dann im Endeffekt interpretiert wird und was man dann eben daraus macht, ist dann natürlich Forschungsfragen abhängig, aber das ist jetzt einfach mal ja, ein Beispiel davon, wie sowas dann aussehen kann. Dann habe ich was mitgebracht von eigener Forschung über Traumaerkennung mit Gerichtstranskripten. Da haben wir uns gefragt, wie ist es denn auch basierend zum Beispiel auf diesem Textabschnitt oder diesem ja, Zeugenzitat vom Anfang, wie ist es denn, wie geht es denn den Leuten, wenn sie das berichten? Also inwieweit sind sie denn potenziell traumatischen Inhalten ausgesetzt, die sie dann auch selber wiedergeben müssen? Wie groß ist dieser Anteil in den Gerichtstranskripten und können wir sowas automatisch identifizieren, um zum Beispiel festzustellen, ja, wie groß ist irgendwie das Risiko von einer Retraumatisierung? Kann man irgendwie, wenn man das automatisch identifiziert, kann man das irgendwie nochmal in einem größeren Stil analysieren und schauen, kann man Anwältinnen, Anwälte, generell JuristInnen nochmal besonders schulen, um darauf irgendwie Augenmerk zu legen. Und das haben wir dann gemacht, indem wir erst einen Korpus gebaut haben aus den drei größten Ad-hoc-Völkermordtribunalen, Kambodscha, Jugoslawien und Ruanda. Und da haben wir dann über 50.000 Textsegmente generiert und die dann benutzt, um ein Sprachmodell zu trainieren. In dem Fall haben wir zwei BERT-Varianten trainiert. BERT ist quasi ein sogenanntes Transformer-Modell, das sehr gut geeignet dafür ist, Kontext mit einzubeziehen. Also da werden komplette Sätze mit einbezogen, die davor und danach auch stehen, um nicht einfach nur zum Beispiel irgendwie Worthäufigkeiten zu analysieren. Ist auch trainiert auf, ja, nicht im ganzen Internet, wie ChatGPT zum Beispiel, sondern hauptsächlich auf Wikipedia-Artikeln. Und ist eigentlich quasi oder war, also die Entwicklung ist ja auch relativ schnell, eines der besttrainiertesten und bestuntersuchtesten Sprachmodelle der letzten Jahre. Genau. Und wir haben dann gesagt, okay, wir möchten das gerne anwenden, um zu gucken, wir haben hier unsere 50.000 Segmente, sag uns doch, kommt da Trauma vor oder nicht? Genau. Wie wir das gemacht haben, sage ich gleich. Erstmal haben wir natürlich einen Korpus gebraucht. Wie schon gesagt, wir haben diese drei Tribunale genommen. Ist auch der erste Datensatz, den es gibt dieser Art. Genau, diese ganzen Transkripte sind öffentlich zugänglich, auch schon quasi maschinenlesbar, was ein super großer Vorteil ist, was ja auch häufig in der Digital History ein Problem ist, dass das erstmal noch gemacht werden muss. Das ist hier schön, dass es schon passiert ist. Genau, und wir haben natürlich dann themenbasiert gelabelt, sage ich auch gleich noch was dazu, weil uns eben interessiert hat, genau, kommt da Trauma vor, ja oder nein? Genau, und dann eben diese drei Tribunale, die ich gerade schon erwähnt habe. So sieht so ein Transkript aus. Also man sieht, man hat zum Beispiel am Anfang spricht der Presiding Judge, dann gibt es verschiedene Anwälte, die was sagen und dann irgendwann kommt man in so ein QA, Question Answer. Abschnitt, in dem dann Zeugen vernommen werden und dann eben auf bestimmte Fragen antworten. Und was wir gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das segmentieren, dass wir wirklich separat die Zeugenaussagen von zum Beispiel Aussagen von Anwälten trennen können. Und dann hatten wir am Ende eben einfach so Textabschnitte, wo wir irgendwie Sprecher nochmal hatten mit dem Text und das eben für jeden einzelnen Sprechakt in dem Sinn. Darauf basiert dann quasi unser Korpus und sowas meine ich, wenn ich dann eben von Textsegmenten spreche. Genau. Erkennung von Trauma ist ein wichtiger Punkt, ist auch ja, kritisch oder schwierig, sage ich mal. Wir haben uns da an der psychologischen Definition der APA orientiert. Ich habe die hier auf Englisch. Also es geht quasi um exposure to actual or threatened death, serious injury or sexual violence that is either experienced directly or witnessed. Oder wenn man dann eben davon erfährt, dass es dass diese Ereignisse einem ja, nahen Familienmitglied oder einem nahen Freund passiert sind.
Was wir dann gemacht haben, wir haben diese Definition hergenommen, die ist auch noch mit Beispielen gesehen in dem Manual. Wir hatten drei Bachelor-Level-PsychologInnen, damit das auch so ein bisschen auf Expertenwissen beruht, die dann eben diese Textsegmente durchgegangen sind, gesagt haben, okay, nach dieser Definition wird hier ein Ereignis geschildert, das eben potenziell traumatisierende Erfahrungen beschreibt. Und potenziell natürlich wichtig, weil wir können nicht mit Textmaterial Diagnosen aufstellen. Das geht nicht, das wollen wir nicht. Das ist auch nicht Ziel der Arbeit, sondern es geht nur darum zu gucken, okay, das, was gerade beschrieben wird, könnte das potenziell ein belastendes Ereignis darstellen. Das hat relativ gut geklappt. Wir hatten eine relativ hohe Interrater-Reliabilität, mit der wir ganz zufrieden waren und konnten dann eben dann diesen Korpus oder diese Textsegmente für weiteres Training benutzen. Ich habe ein Beispiel dabei. Genau, da wird Gewalt beschrieben, wer das nicht sehen möchte. Genau, ich sage dann einfach, wenn ich auf die nächste Folie mache und alle können sich das selbstständig durchlesen. Genau, ich gehe jetzt auf die nächste Folie. Genau, also was jetzt Sie gerade gesehen haben, das war jetzt ein relativ klares Beispiel, dass irgendwie, also es gab ganz grob gesagt einen Schusswechsel auch, es wurde auf Leute geschossen. Das ist natürlich also eine Bedrohung mit dem Tod in dem Fall und eben klar als unter diese Definition potenziell traumatisierendes Erlebnis einzuordnen. Was wir dann am Ende herausgefunden haben, damit, dass fast 14% der Aussagen in den drei Tribunalen entsprechende Berichte enthalten haben. Was einerseits kann man natürlich sagen, ja gut, klar, die erzählen von Völkermord. Das sollte jetzt nicht überraschen, dass da irgendwie Gewaltschilderungen vorkommen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich dann auch mal diese Gerichtstranskripte anschaut, ist ja auch ganz viel erstmal auch so. Ja, juristischer Rahmen, persönliche Fakten, geografische Fakten und die zu etablieren und zu gucken, okay, wo war das genau und was war dann noch in der Landschaft zu sehen, wer war dann noch, wie heißen nochmal die Personen, sahen die so aus wie auf dem Foto. Das nimmt sehr viel Platz in diesen Transkripten ein und unter dem Aspekt ist es dann eben schon ein substanzieller Anteil, der dann sich mit doch eher belastenden Aussagen beschäftigt. Und was wir auch gefunden haben, war, dass der Algorithmus das relativ gut vorhersagen konnte. Also, um es nochmal ganz, ganz kurz und einfach zusammenzufassen, was wir auch dann technisch gemacht haben, war, wir haben quasi unsere manuell gelabelte Liste von Segmenten, wo dann irgendwie immer steht 1 oder 0 für Trauma ja, Trauma nein. Und dann kann quasi unser Sprachmodell ja supervidiert lernen. Das heißt also, unser Sprachmodell kennt die von uns gesetzten Label. Und lernt dann quasi, oder in einem Trainingsprozess quasi lernt der Algorithmus, was haben wir gelabelt als Trauma, was haben wir gelabelt als Nicht-Trauma. Dann wird durchiteriert und geschaut bei jedem Durchlauf, okay, würde ich das auch so trainieren, würde ich das auch so labeln als Algorithmus. Und am Ende wird anhand unserer Label auch geschaut, okay, wenn ich jetzt ein neues Sample von Segmenten versuche zu klassifizieren, hat das gestimmt zu dem, was quasi wir vorher gelabelt haben. Und so kommt dann eben quasi diese Genauigkeit raus von 95%, immer als Abgleich von dem, was hat der Algorithmus noch mit noch nicht vorher gesehenen Daten, als wie hat er sich quasi entschieden, ist es Trauma oder nicht, und was haben wir gesagt. Und je höher diese Übereinstimmung, natürlich dann, also je besser in Anführungszeichen, aber da kann man sich natürlich, also wir haben jetzt mit drei Leuten, ist eigentlich relativ gut und wissenschaftlich fundiert, das zu labeln, aber da kann man sich dann natürlich drüber streiten. Man kann natürlich auch diskutieren, weil im Endeffekt misst man natürlich diese Ereignisse und das Vorkommen dieser Ereignisse, aber jetzt auch nicht zwingend Trauma. Aber das war quasi jetzt mal eine erste Annäherung dahingehend.
Was wir dann auch gemacht haben, was ja auch wichtig ist, um zu gucken, warum macht es das Modell und wie klassifiziert das Modell das, haben wir eben auch einmal geschaut, man kann es dann mit bestimmten Werten gucken, wie viel Gewicht hatten denn einzelne Worte. Und was quasi unter oder hier mit diesen Dead Bodies, das ist in dem Fall hier rot markiert, weil es eben dazu geführt hat, dass etwas eher als Trauma gelabelt wurde oder klassifiziert wurde. Und unten drunter in dem eher blauen Beispiel haben wir einen Satz, da kamen weniger Wörter vor, die jetzt eher zu einem Trauma-Klassifizierungsprozess beigetragen haben, sondern eher Worte, die dann eben als neutral in Anführungszeichen gewertet wurden und als nicht traumatisierend. Das heißt, wir sehen, okay, irgendwie hat das Modell gut erkannt, wenn irgendwie Dead Bodies vorkommt, könnte das eher traumatisierend sein. Und man kann auch gut unterscheiden, weil wir haben vorher in dem Satz oben steht auch Long Body. Und dann sieht man, okay, das Modell kann auch unterscheiden zwischen einem Long Body im Sinne von einem Lastwagen und Body im Sinne von Leichen. Was man aber auch gut sieht, also diese beiden Wörter Dead und Body hat sehr viel Ausschlag gegeben. Das heißt, man kann natürlich, wenn man jetzt immer klassifiziert, kommt Dead und kommt Body vor, dann ist es immer Trauma, ist natürlich auch oft falsch. Und wir hatten hier jetzt auch zum Beispiel, das waren jetzt hier die häufigsten Wörter, die fälschlicherweise dazu beigetragen haben, dass etwas als Trauma klassifiziert wird. Und man sieht, es macht ein bisschen Sinn, weil das sind natürlich Wörter, also zum Beispiel Stole hat, kann einen Gewaltbezug haben, wenn irgendwas gestohlen wird oder geplündert wird. Kill, killed und sowas, Bullets, ist natürlich auch quasi so ein false friend im Sinne von deutet auf Gewalt hin, muss aber dann natürlich nicht immer so sein. Aber das ist quasi jetzt auch so ein kleines Beispiel in dem Sinne, wie man auch dann ein bisschen in diese Sprachmodelle, die ja oft auch so Blackboxes sind, reinschauen kann und gucken kann, okay, was hat denn letztendlich dazu geführt? Was hat dazu geführt, dass es so und so gelabelt wurde? Was hat dazu geführt, dass es so und so gelabelt wurde? Und was muss ich machen oder wie muss ich das vielleicht anpassen, um das noch ein bisschen genauer zu machen? Genau, woran wir jetzt gerade arbeiten, dass es noch nicht ganz fertig ist, dass wir das, was wir jetzt in diesem Paper eben gemacht haben, auch nochmal quasi zur Verfügung stellen, auch für andere Forschende oder generell Interessierte oder Leute aus dem Jurabereich. Das ist gerade so die Landingpage. Wir haben so ein Tool erstellt, wo man dann einfach von diesen vier Tribunalen, die man sieht, also dem International Criminal Court, Jugoslawien, Ruanda und Kambodscha, wo man Gerichtsprozessdokumente hochladen kann oder quasi einfach den Link eingeben kann. Und dann kann ich diese Trauma Detection durchführen. Und dann bekomme ich hier so eine Ausgabe, die mir zum Beispiel sagt, okay, in welchen dieser Segmente kommt irgendwie Trauma vor? Und wie ist so zum Beispiel die Speech Portions, wie sind die verteilt? Und das kann ich quasi dann einfach, wenn ich zum Beispiel einfach mich als Forscherin dafür interessiere, wird es öffentlich verfügbar sein und ich kann einfach da Dokumente eingeben und mir das ausgeben lassen. Genau, und das ist quasi nochmal so, sind wir gerade dabei, fertigzustellen und ist dann wahrscheinlich im Frühjahr auch verfügbar für alle, die sich dafür interessieren. Genau. Was ich auch nochmal mit aufgenommen habe, auch wenn Hate Speech jetzt nicht direkt oder ja, je nachdem, wie man sieht, nicht direkt mit Völkermord in Verbindung gebracht wird oft. Ist aber doch Hate Speech nochmal als wichtiger Faktor, weil ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, letztes Jahr wurde eine Klage gegen Meta ins Laufen gebracht, genau aus dem Grund, dass eben Meta quasi, also konkrete Beispiel war Facebook im Tigray-Konflikt und der Vorwurf einer Menschenrechtsorganisation, die dann eben geklagt hat gegen Meta, war, dass Meta nichts getan hat, um ja Violence-unterstützende Posts auf Facebook eben zu unterbinden. Ob das Juri, also es ist gerade noch nicht abgeschlossen, es wurde es jetzt gerade noch diskutiert, wer wo wie zuständig ist. Aber das zeigt natürlich auch nochmal eine Dimension von so Massengewalt und auch Völkermord eher jetzt auf einer Computational Social Science Ebene, weil es
ja quasi um aktuelle Sachen geht. Da habe ich auch nochmal Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel, ein Team hat eben geguckt, okay, können wir irgendwie nochmal jetzt auf bestimmte Unterarten, wenn es jetzt auch um die Diskriminierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen geht, schauen. Also kann man zum Beispiel gucken, jetzt speziell im Bereich von Hate Speech, was ist denn mit Antisemitismus? Können wir Sprachmodelle darauf trainieren, dass sie wirklich Antisemitismus erkennen und nicht nur Hate Speech allgemein? Da gab es dann eben auch erste Ansätze, dass man das dann eben gezielt untersuchen kann. Die haben dann in dem Fall einen Twitter-Datensatz genommen und haben eben gezeigt, wie man das Training anpassen kann oder wie man quasi den Algorithmus so verfeinern kann, dass Antisemitismus eben besser erkannt wird. Und was Ähnliches, aber genau mit einem anderen Textkorpus, das kann man dann natürlich auch mit historischen Artikeln machen, ist zu gucken, okay, die haben sie, also das ist also ja, sprachliche Frage, die haben es Dehumanization genannt und haben sich Artikel über die LGBTQ-Community angeschaut in Artikeln der New York Times von 1986 bis 2015 und haben geguckt, wie sich da eben die Sprache verschiebt. Und die haben dann eben gefunden, dass im Laufe der Zeit die Sprache, also Richtung humanisierender, also stärker humanisierender Sprache gibt und quasi weniger abwertend über die LGBTQ-Community gesprochen wird. Und das ist, also geht es quasi immer um bestimmte Bevölkerungsgruppen, die dann eben, wenn es dann in einem Völkermordkontext sein sollte, dann eben auch irgendwie als Randgruppen vielleicht verfolgt oder irgendwie gegen die gehetzt werden könnte. Ich sehe, es gibt eine Frage von der Frau Volkländer. Gerne stellen. Hallo, ich habe eine Frage, die ich jetzt an der Stelle doch mal ganz schnell reinwerfen würde. Und zwar hat es doch letzte Woche oder vorletzte Woche in den Vereinigten Staaten diese Kongressanhörung von den drei Universitätspräsidentinnen gegeben, bei der es ja darum ging, um dort das, also ihnen ist vorgeworfen worden, dass auf dem Campus dort Hate Speech und Antisemitismus und vor allem der Aufruf zum Genozid dann Jüdinnen und Juden aufgerufen wird. Ich weiß nicht, haben Sie das mitbekommen? Sagt Ihnen das was? Ja. Ja, okay. Und da habe ich jetzt mal eine Frage. Und zwar ist in dieser Anhörung sozusagen von der Anklageseite dort Sprache verwendet worden oder Begriffe verwendet worden. Also Ihnen ist vorgeworfen worden, es wurde buchstäblich zum Genozid aufgerufen worden. Und das sind ja nicht wirklich die Worte, die verwendet wurden. Und die verhandelt wurden. Das war einfach ein rhetorischer Kniff sozusagen der Sprecherin. Tatsächlich ging es um andere Begriffe, denen dann Antisemitismus und Genozid sozusagen eingeschrieben wird in diesem Prozess. Wie würde man denn beim Natural Language Processing in so einem Kontext mit sowas umgehen? Wissen Sie, was ich meine? Ich glaube, ich habe grob ja, aber Sie können mich gerne nochmal gleich unterbrechen, falls ich es irgendwie nicht ganz richtig verstanden habe. Ich weiß, tatsächlich weiß ich auch gerade nicht, um welche oder welche konkrete Begriffe es jetzt genau in der Anhörung ging, aber Also, also ich kann Ihnen zwei Beispiele nennen. Das eine war dieser Aufruf Free Palestine from the River to the Sea, der sich sozusagen darauf bezieht, dass Okay. ja. Okay. Dann, also da wird es halt immer zum Beispiel darum gehen, also da bin ich dann als Forscherin halt auch dafür verantwortlich, mir das so zu operationalisieren und konzeptualisieren, dass ich das messe, was ich messen möchte. Das ist halt super, super schwer in dem Bereich. Und da, also es gibt allein schon zu Hate Speech, also was ist Hate Speech? Das ist ein riesiges Forschungsfeld. Da wird unterschieden zwischen Offensive Language, Abusive Language, Toxic Language. Das ist alles sehr, sehr nah beieinander. Und dann ist natürlich, also man kann natürlich, wenn man jetzt sowas macht und sowas detektiert, gibt es einerseits einen Trainingsprozess, das heißt, so wie wir es vorher mit dem Trauma gemacht haben, wäre halt dann, okay, ich bestimme, was ist Antisemitismus und was wird vielleicht auch als Antisemitismus definiert oder was wird zum Beispiel auch als genozidaler Aufruf definiert und das müsste ich dann halt irgendwie durch vorhandene Forschung irgendwie gesichert abdecken.
Das heißt, ich würde halt irgendwie mir einen Korpus erstellen und würde da bestimmte Statements reinstellen und könnte irgendwie sagen, okay, sowas wie bringt alle so und so Zugehörige einer Gruppe um, wäre quasi ein Aufruf in so eine Richtung zum Beispiel. Das könnte ich dann, und dann damit könnte ich quasi ein Modell füttern und dann würde mir das vorhersagen. Was man auch machen kann, ist jetzt zum Beispiel auch mit neueren Sachen, habe ich auch ein Beispiel dabei mit ChatGPT. Wenn man das über die API macht, dann muss man nicht trainieren in dem Sinn, sondern man kann einen Prompt schreiben, der sagt, das und das ist die Definition von genozidalem Auf oder Aufruf zum Genozid. Das und das sind Beispiele, sag mir, ob das und das darunter fällt. Ja. Dann ist natürlich auch immer noch die Frage, wofür man das machen würde, weil vor allem, wenn es um, da ging es ja jetzt konkret auch um einfach einen ja, juristischen Streit oder ein juristisches Problem, eine juristische Frage. Und dann ist sowas, sind wir, glaube ich, mit der Vorhersage, NLP-Vorhersage von Hate Speech im Allgemeinen noch nicht auf einem Stand, der so gut ist, allein eben weil es so schwierig ist, dass sowas auch vor Gericht Bestand hätte. Also ich sehe es aktuell noch nicht, dass man wirklich irgendwie sagen könnte, man nutzt so NLP-Analysen. Ich würde die super, ist halt super sinnvoll, die unterstützend heranzuziehen. Aber ich glaube, weil es eben schwer ist und weil es auch so eine Klassifikationsfrage ist, wäre es nichts, was dann wirklich auch Bestand hat vor Gericht. Und das heißt, es ist also super, das Wichtige ist und damit. Denn den inhaltlichen Aspekt der Frage kann ich nicht beantworten, weil ich weiß auch nicht, was quasi tatsächlich jetzt in dem Fall als gesichert, juristisch gesichert Aufruf zu genozidalem Handeln zählt, was man eben dann darunter versteht. Aber was eben wichtig ist, wenn man dann Algorithmen trainiert, man braucht Beispiele. Und die Beispiele muss man dann halt so absichern mit Literatur, mit Beispielen, was es eben gibt. Genau. Genau, bis hin Hilft vielleicht zu das? der Erkennung, dass man bestimmte Textquellen gar nicht für sowas verwenden kann, weil sozusagen, ja, ich meine, ja, okay, vielen Dank erstmal. Genau. Also gerne auch nochmal nachfragen. Ich hoffe, das hat zumindest ein bisschen Ja, geholfen. vielleicht später nochmal, ja. 9. Ich schaue kurz. Ja, das passt jetzt nämlich perfekt, weil ich auch noch mal so ein Beispiel mitgebracht habe. Genau, wie man zum Beispiel, wie man jetzt gewaltbezogene Sprache auch mit GPT-4 in dem Fall klassifizieren könnte. Das haben wir gemacht, tatsächlich auch jenseits des Völkermordkontexts, sondern einfach, wir haben das ich weiß nicht, ob die Incel-Community was sagt, das sind die sogenannten Involuntary Celibates, also Männer, die ja, davon ausgehen, dass sie aufgrund irgendwie gesellschaftlicher Ungleichheiten oder negativ attribuierten Eigenschaften von Frauen keine Frau für sich bekommen oder in keiner Beziehung leben, obwohl sie das gerne würden und sich deswegen unfair behandelt fühlen und dann ihr Leid klagen in Online-Foren. Und da haben wir das größte Inselforum gescrapt und geschaut, okay, wie gewaltvoll ist diese Sprache? Und das ist jetzt eigentlich auch ein gutes Beispiel, um zu sehen, wie sind wir da rangegangen. Und dann haben wir erstmal geguckt, okay, was ist gewaltvolle Sprache, wie wird es definiert, was für Ausprägungen gibt es. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt sehr viel, was unterschieden werden kann. Wir haben dann eine Operationalisierung gefunden, die hier, genau auf der linken Seite, sieht man diese Kategorien. Es kann unterschieden werden, also es ist jetzt eine Möglichkeit, das zu operationalisieren. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere, aber das ist jetzt eben eine. Und da wurde unterschieden zwischen eben nicht gewaltvoll, dann haben wir irgendwie explizit, implizit und dann explizit und implizit jeweils nochmal, ob das directed war oder allgemein oder gegen sich selbst directed. Und dann haben wir natürlich und dann, genau, dann ist man eben an dem Punkt, dann findet man eben so ein Klassifikationsschema. Das müsste man jetzt dann zum Beispiel auch für Völkermord, Inciting Language oder so finden. Dann müsste man irgendwie Beispiele finden, okay, was gehört jetzt dazu und was gehört nicht dazu. Dann haben wir hier so ein paar Beispiele eben aufgelistet, die wir auch so gefunden haben in dem Forum.
Und was wir dann eben gemacht haben, das wird jetzt viel Text, aber müssen wir uns nicht im Detail durchlesen, einfach nur mal, damit man so ein bisschen eine Vorstellung bekommt, weil das ist jetzt quasi nicht mehr das ChatGPT, das wir so kennen von der, wer es benutzt, einfach so vom Webbrowser-Interface, sondern wir haben das quasi über die ja, API gemacht, also wo man quasi nicht einfach dann so einfach Nachricht, Ausgabe, sondern wo man halt wirklich detailliert verschiedene Schleifen durchlaufen lassen kann und verschiedene Posts dann auch reinfüttern kann. Und wir haben variiert und wir haben verschiedene Prompts ausprobiert und geguckt, hilft das, wenn wir zum Beispiel mehr Beispiele geben? Hilft das, wenn wir die Definition noch einfügen oder helfen? Also macht es einen Unterschied, ob wir nur die Definition haben? Macht es einen Unterschied, ob wir dann zusätzlich noch Beispiele haben und welche Beispiele? Oder was wir dann hier, das war nämlich dann der bestperformende Prompt, was wir noch gemacht haben, das steht relativ weit unten, dass wir gesagt haben, okay, sag uns doch auch noch, was war der Reason dahinter? Also warum? Gib uns ein paar Stichpunkte, warum hast du das so und so gelabelt? Und hier ist es dann jetzt so, da brauchen wir keinen großen Datensatz, der jetzt schon irgendwie vorgelabelt ist und sagt, okay, das ist jetzt die Art von Violence oder die Art von Violence, sondern diese Art von Language Model lernt dann quasi in dem Sinne nicht supervised oder supervidiert. Sondern eben ohne diese menschlichen oder ja, Human Annotators, dass sie eben schon vorher irgendwas gesagt haben, sondern einfach auf dem ja, sehr, sehr umfassenden Training und umfassenden Wissensfütterung und Input, das GPT ja auch schon erhalten hat. Und mit diesem Prompt hat es eben relativ gut funktioniert, so eine Sprache zu erkennen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir haben das auch wieder mit mehreren Annotators gemacht. Und da gab es allein schon bei den Menschen, gab es da sehr, sehr große Schwankungen, was da wie klassifiziert wurde, als welche Art von Gewalt. Und dann haben wir quasi geguckt, okay, wie performt ChatGPT gegen den einen Menschen, gegen den anderen Menschen, gegen die beiden Menschen zusammen als Baseline. Und dann haben wir eben herausgefunden, okay, mit diesem Prompt geht es am besten. Gleichzeitig aber, und das meine explizite und implizite Gewalt, irgendwie sowas jetzt zu detektieren. Ja, ich meine, also das oben ist jetzt auch, ist ein relativ harmloses, in Anführungsbeispiel, bei implicit directed, she's definitely not smarter than she looks, ist halt ist eine Beleidigung, die ja aber an sich jetzt keine, also da ist jetzt kein Triggerwort jetzt in dem Sinn drin. Und das ist natürlich schwieriger und das würden jetzt vielleicht auch nicht alle Human Annotator irgendwie als Gewalt definieren. Und da wird es dann eben schwierig. Und ich glaube, wenn man das jetzt auch nochmal, um auf den Völkermordkontext zurückzukommen, nochmal dahingehend ausweitet, wird es halt noch schwieriger, weil wir da noch weniger, ja, Definitionssicherheit haben, also allein schon die Definition darüber, da möchte ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, was ist überhaupt Völkermord, was ist Massenverbrechen und wie ist es voneinander abzutrennen, das ist halt, das alleine ist ja schon sehr schwer und was zählt jetzt, also ich meine, Aufruf zu Gewalt, ist vielleicht noch mal ein bisschen klarer als jetzt ein Aufruf zu Gewalt im Völkermordkontext. Und genau, das zeigt einfach schon mal so ein bisschen, wie schwierig das ist und wie viel Forschung da auch noch notwendig ist, um da wirklich gesicherte Ergebnisse zu haben. Oder ob das überhaupt möglich ist also ich würde sagen, es ist fast auch nicht möglich mit Sprachmodellen, auch wenn sich Menschen noch nicht einig sind. Oder man könnte sagen, na gut, Menschen sind sich nicht einig, für Menschen ist es schwer, es zu unterscheiden. Aber das dann umso besser, dass wir quasi ein objektives Modell haben kann, das ja auch nicht irgendwie persönlich betroffen sein kann und dann vielleicht irgendwie subjektiv entscheidet. Das wäre natürlich auch eine Argumentationslinie. Genau. Was man aber natürlich auch noch machen kann und was auch oft gemacht wird, wenn man auch so Sprache analysiert und auch guckt, ob irgendwie Sprache vielleicht ja, einen negativen Einfluss hat oder irgendwie zu bestimmten Arten von Gewalt aufruft, ist, dass man Sentiment-Werte analysieren kann. Und das heißt quasi de facto erstmal nur, okay, können wir irgendwie Aussagen über bestimmte Stimmungen treffen oder irgendwie, ob bestimmte Textelemente besonders positiv oder negativ sind. Und also gibt oft auch noch andere Gefühlskategorien, wird auch sehr, sehr häufig mit so
ja, Ratings gemacht. Also so Ratings irgendwie auf Shopping-Plattformen oder Film-Reviews oder so, war das jetzt positiv oder negativ? Und genau, das kann man auch wieder machen mit einem Machine Learning-Modell, dass es eben automatisiert lernt. Oder es gibt auch so ganz viele Lexika, die dann so bestimmte Sentiment-Werte zu Wörtern zuweisen. Zum Beispiel Sonne ist dann plus 3 und Hölle ist minus 3 oder so. Genau. Wir haben uns das angeschaut im ja, Völkermord-Kontext in einem bestimmten Fall der Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, also dem Roten Khmer-Tribunal, haben wir uns einen Fall angeschaut, den ersten, in dem es um das Foltergefängnis S21 ging, in dem eben ja, Gefangene systematisch verhört und ermordet wurden. Und da hat uns eben interessiert, ja, kann man differenzieren oder sprechen Leute, die selbst gefoltert haben als Täter in dem Fall, sprechen die anders oder weichen die Sentimentwerte ab von den Leuten, die das erlebt haben? Weil man könnte natürlich argumentieren, vielleicht sind Betroffene, benutzen die negativere Wörter oder sie verdrängen vielleicht und benutzen weniger negative Wörter. Genau, das haben wir uns angeschaut. Es wurden insgesamt 8 Zeugen vernommen, die eben in diese Kategorie von uns gepasst haben. Und wir haben verschiedene Sentimentanalysen durchgeführt mit dem Ergebnis. Genau hier oben, also jede Grafik zeigt eine Sentimentanalyse auf einer anderen Basis. Affen ist ein Sentimentlexikon, das Wörter zuweist oder das numerische Sentimentwerte zu Wörtern zuweist, wie jetzt vorhin in dem Beispiel. Und dann man sagt, okay, wenn jetzt irgendwie eine Person besonders häufig das Wort Folter benutzt, dann hat die negativere Werte als die andere zum Beispiel. Und was wir sehen können, auch ohne jetzt groß ins Detail zu gehen, sind hier also rot und blau. Rot sind die Überlebenden und blau oder die Überlebenden überlebt haben alle. Rot sind quasi die ehemaligen Gefangenen und blau sind die ehemaligen Verhörenden. Und man sieht, also wenn in einem Boxplot alles auf einer Linie ist, grob, und man eigentlich Unterschiede finden möchte, ist es eigentlich kein gutes Zeichen, weil man sieht hier, das ist alles auf einem relativ ähnlichen Niveau. Und man sieht, also die Sentimentwerte waren alle negativ, aber es gibt keine, also die dicke bunte Linie in der Mitte ist der Mittelwert. Und der, genau, war eigentlich immer relativ ähnlich bei allen Zeugengruppen. Auch bei anderen Sentimentanalysen, die wir durchgeführt haben, mit anderen Lexika dahinter, die dann auch irgendwie noch mehr den ganzen Satz einbeziehen, war es eben auch so, dass die relativ ähnlich waren. Hier haben wir schon ein bisschen mehr Varianz, aber wir haben mit statistischen Analysen keine signifikanten Unterschiede gefunden. Genau, aber das war jetzt auch nochmal so ein bisschen auch um mehr in die ja, Analyse von Textdokumenten und nochmal eine andere Art von computationaler Analyse, die man machen kann, zurückzukommen. Wie kann man sich diesen Dokumenten auf so einer Ebene vielleicht auch noch nähern? Und wahrscheinlich war das dann einfach halt auch nicht wenn man Unterschiede, also gab es eben auf Sentiment-Ebene keine Unterschiede. Und wir haben das dann in dem Paper, haben wir es uns dann auch noch auf einer qualitativen Ebene angeschaut und haben dann eben auch noch andere Faktoren gefunden. Genau. Ich habe noch das allerletzte Beispiel. Wenn wir nochmal auf so eine Makroebene kommen und man gucken möchte, okay, das ist ja schön, das ist ja auch interessant, wenn man jetzt irgendwie ja, einmal die Gerichtsprozesstranskripte hat, irgendwie als Quelle, wo man dann eher auch so, ja, historisch im Nachgang nochmal guckt, okay, was kann man daraus finden? Dann haben wir so die bisschen Social Media Ebene gesehen oder auch Zeitungsartikel Ebene. Und jetzt habe ich noch ein einfach ganz kleines Beispiel mitgebracht, wo die Autoren geschaut haben, okay, können wir vielleicht auch nicht nur so Aufrufe zu Gewalt, aber wirklich so größere, auf einer größeren Ebene Auslöser von Massengewalt feststellen mit Natural Language Processing, und die haben das eben so gemacht, dass die einfach auch ganz viele Nachrichtenartikel analysiert haben und dann geschaut haben, okay, wie oft werden irgendwie in den Nachrichten Putsche oder Putschversuche erwähnt, wie oft werden Attentate erwähnt und wie oft werden Massenproteste erwähnt.
Und die hatten dann einfach einen Datensatz mit tatsächlichen, ja, wo da so es dann tatsächlich Massengewalt gab in den Regionen. Dann haben die geschaut, okay, wie groß war denn, wie viel wurde denn gefunden davor in diesen Zeitungsartikeln? Und wie viel oder gibt es da einen Zusammenhang dahingehend, dass auch tatsächlich irgendwie Massengewalt aufgetreten ist? Und das konnten sie dann eben ja zum Teil bestätigen, und haben dann eben halt gefunden, dass zum Beispiel, wenn irgendwie in einem bestimmten Zeitraum irgendwie von Riots eine Rede ist oder von irgendwie schon Massenauflaufen oder Protesten, dass es eben dann darauf hindeutet, dass irgendwie hier ist dieser rote ja, Stern ist falsch, aber dieses Feuer, sage ich jetzt mal, dass eben dann ein Massen oder ein Event von Massengewalt auch tatsächlich passiert. Genau, und das ist natürlich auch wichtig, um vielleicht auch präventiv zu agieren, um ja auch zu schauen, so ein bisschen, okay, was kann man dann im Vorfeld noch machen? Und genau damit haben wir so ein bisschen so neben der quasi nachträglichen Betrachtung von zum Beispiel den Gerichtsprozessen oder von älteren Textdokumenten über halt die aktuelle Beobachtung von was passiert auf Social Media, nochmal so ein, okay, was sind so größere Faktoren von Massengewalt, die man vielleicht durch Textanalyse schon im Vorfeld finden kann. Genau, das war jetzt so der wilde Ritt durch verschiedene Faktoren. Ich habe noch ja, einmal zusammenfassend aufgeschrieben, das diskutiert wird häufig in der Forschung, aber auch mir persönlich aufgefallen ist, was natürlich problematisch sind oft. Ich habe super viel mit Übersetzungen gearbeitet, und argumentiert es dann oft, naja, es sind halt Gerichtsübersetzungen, die sind relativ einheitlich, die sind professionalisiert. Wenn ich mir zum Beispiel einfach nur Unterschiede anschaue, kann ich sagen, okay, das ist vielleicht legitimiert, dass ich sagen kann, okay, es gibt zum Beispiel Unterschiede in Sentimentwerten, weil es standardisiert ist halbwegs. Ist aber natürlich, geht super viel verloren. Es geht irgendwie natürlich auch Ausdruck verloren. Ich habe ja nur den Text. Vor allem, wenn ich mir dann sowas wie irgendwie, sagen wir, Trauma anschauen möchte oder ich weiß auch, wie sich vielleicht Leute auch dann in diesen Prozessen verhalten haben, könnte ja auch wichtig sein. Das sehe ich alles nicht. Also ich sehe wirklich ja nur die Textebene und ich sehe eine übersetzte Textebene. Das muss mitgedacht werden, das muss kritisch thematisiert werden und genau, es schränkt natürlich ein. Genau, dann muss ich ja auch dann als Forscherin entscheiden, was will ich überhaupt analysieren lassen? Oder also wie ist meine Auswahl, wenn ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Forum scrape oder einen bestimmten Bereich scrape, genau, was ist dann eben relevant? Und dann natürlich das leidige Problem der Datenverfügbarkeit, was ist überhaupt digitalisiert, wo komme ich überhaupt ran, was darf ich benutzen wegen Urheberrechtsbestimmungen und was ist vielleicht auch klassifiziert, vor allem jetzt in einem Bereich, wo es um ja, staatliche Gewalt geht oder auch um größere Gewaltaspekte. Und auch ganz großes, ja, eine große Herausforderung ist dann natürlich die Operationalisierung. Was ist eigentlich gewaltvolle Sprache? Nichtsdestotrotz haben wir natürlich also die große Chance, einfach viel mehr Textmaterial zu erschließen und auch viel schneller und auch irgendwie Muster zu erkennen. Wir brauchen immer Textkorpora als wichtige Basis. Die werden auch nach und nach erstellt und geben dann natürlich auch, wenn ich jetzt das irgendwie zum Beispiel den Genocide Corpus erstellt habe, können auch andere Forschende damit weiterarbeiten und vielleicht neue Sachen rausfinden. Wir sind relativ aktuell, wir können Trends auf sozialen Medien einbeziehen. Man kann vor allem jetzt im Rahmen auf die Genozidforschung vielleicht auch die Beweissammlung verbessern, weil man im Vorfeld vielleicht auch schon Aussagen nochmal screenen kann auf bestimmte Tatbestandsmerkmale, die dann relevant sein können. Und genau, man kann ganz, ganz vage vielleicht das dann natürlich auch Schlussfolgern und Tatbestandsmerkmale abgleichen, was ist denn jetzt eine genozidale Absicht und was nicht. Und war das jetzt ein Aufruf zum Völkermord oder nicht? Genau, ganz zum Schluss ist nochmal mein Credo zu betonen, wie auch schon am Anfang. Ja, die spannendsten Ergebnisse oder Perspektiven finde ich
findet man oft, wenn man vielleicht auf einer größeren Ebene mal einen Algorithmus drüber laufen lässt und sich dann vielleicht im Detail nochmal anschaut, okay, bei ein, zwei konkreten Beispielen, die man wirklich dann in der Tiefe erarbeitet, was ist da genau passiert, und das nachzuvollziehen, also immer mehrere Methoden vielleicht einbeziehen, anstatt eben jetzt nur einen bestimmten Algorithmus, den man ausgewählt hat, und dann auch immer halt die Zusammenarbeit von Leuten, die sich mit dem historischen Kontext auskennen, also HistorikerInnen, und dann eben gemeinsam in Projekten mit InformatikerInnen, die sich dann vielleicht ein bisschen mehr um die technische Seite kümmern und dann aber eben beide Seiten zusammenfinden, um eben das Größtmögliche aus der Forschung rauszuholen. Damit schließe ich, bin gespannt auf Ihre Fragen und Kommentare und genau, freue mich auf den Austausch. Dankeschön.